Der Raw-Kader tourt durch Deutschland, aber bei der Blaupläne ging es auch weiter. Was diese Woche bei SmackDown passiert ist, das verrate ich euch jetzt in Kurzform. Diese Folge von SmackDown lief auf FS1, was der kleinere Tochtersender von Fox Channel ist. Warum? Weil Baseball in den Staaten lief und dementsprechend wussten wir schon, hier wird wohl nicht so viel passieren. Aber was war wirklich los in Milwaukee, Wisconsin? Wir starten mit dem Contract Signing. Roman Reigns kommt mit Paul Heyman raus, aber wird müde von LA Knight unterbrochen. Auf halbem Weg kommt LA Knight mit seiner Musik und läuft einfach am Tribal Chief vorbei. Und weil das ja noch nicht reicht, ja, setzt er sich gleich mal an den Tischkopf. Denn im Ring steht der Tisch aufgebaut mit dem Vertrag. Nick Aldis ist auch schon da, der neue GM. Und LA Knight unterschreibt direkt, während Roman Reigns sich erstmal ein bisschen bedattert an die Seite des Tisches setzt. Dann ist natürlich der Roman dran, der zögert erstmal und hat natürlich noch ein paar Takte zu sagen. Er denkt nämlich, dass LA Knight wohl ziemlich dumm ist oder zumindest ein bisschen unerfahren. Es ist ja schließlich sein erstes Contract Signing und sein erstes großes Titelmatch. Und da hat er ja nicht ganz unrecht. Am Ende des Tages streikt dann erstmal der Stift und Roman Reigns lässt sich von Paul Heyman einen Ersatz geben. Roman is scared, chantet die ganze Halle, als er das dann offiziell macht. Nick Aldis geht dann mit dem Vertrag, der hat seine Arbeit getan, während LA Knight von Reigns acknowledged werden will. Also er bleibt aufmüpfig. Der Champion sollte ihn nicht unterschätzen, denn er hat nicht mal ein Jahr gebraucht, um dieses Titelmatch zu bekommen. Da hat er auch irgendwie recht. Reigns hat dann aber irgendwann genug und attackiert Knight. Letzterer kommt dann aber zurück, bis Jimmy Uso den Tribal Chief rettet. Der geht dann auch mit Paul Heyman, während der gute Herr Uso durch den Tisch muss. Später sitzt Roman Reigns mit Paul Heyman in der Kabine. Es geht nochmal ein bisschen um LA Knight, während Jimmy in der Zukunft, der ist ein bisschen angeschlagen, hat ja gerade eine kassiert und muss sich jetzt auf Geheiß des Tribal Chiefs heute um LA Knight kümmern. Damit steht unser Main Event. LA Knight hält dann während der Show noch eine kurze Promo Backstage und sagt, jo, er wird das Match gegen den Jimmy natürlich gewinnen. Yeah! Und damit komme ich auch direkt zum Main Event Match, denn das ist das eigentlich wirklich einzig relevante Match in dieser Show. Jimmy Uso gegen LA Knight, das ist natürlich nur da, um LA Knight weiter seine Reaktion ziehen zu lassen, was in Milwaukee wunderbar funktioniert, kann man nicht anders sagen. Die beiden bekommen satte 13, 14 Minuten im Ring und liefern einen ordentlichen Kampf ab, ohne jedoch wirklich alles zu zeigen. Jimmy ist allerdings jetzt auch kein Jay Uso und dementsprechend eher nur die Randfigur. Am Ende gewinnt natürlich LA Knight durch den BFT. Bevor die Show allerdings endet, kommt natürlich Roman Reigns, wie zuletzt auch, und will ihm außer nix ein Spear verpassen. Dem wird ausgewichen und am Ende gibt es auch den BFT gegen den Tribal Chief und damit ist LA Knight derjenige, der am Ende hier oben steht und feiert eine Woche vor Crown Jewel. Apropos Crown Jewel, auch da gibt es Neuigkeiten, es gibt ein neues Match. John Cena gegen Solo Sikoa ist fix gemacht worden vor der Show und das ist natürlich Grund genug für John Cena, heute hier aufzutreten und darüber zu sprechen. Es ist sein erstes Singles-Match seit langer Zeit, das haben wir letzte Woche schon erfahren. Milwaukee dreht auch hier komplett durch, also die Stimmung ist da, auch bei John Cena. Der hat auch wirklich Bock aufgrund dieser Stimmung, die er durch seine Fans bekommt. Allerdings zweifelt er wieder mal. Es geht hier viel um Respekt und er muss hier gewinnen in Saudi-Arabien. Das sagt er uns. You still got a chance, einmal mehr, die bauen ihn zwar auf, aber auch die lassen die Zweifel nicht gänzlich verschwinden. Er weiß nämlich, dass er eben gewinnen muss, aber die Zeit ist gekommen und gerade als er sich ein bisschen reinreden möchte in die Geschichte, dass das gut gehen konnte, kommt Paul Heyman zum Ring. Der ist aber angeblich nicht wegen Roman Reigns hier, sondern der will eigentlich Respekt zeigen gegenüber John Cena. Der nimmt sogar den Handshake an. Heyman redet John dann wirklich stark, denn er hat ihn ja damals zu SmackDown gebracht, als er noch GM war und hat aus ihm einen Superstar gemacht. Leider ist er jetzt nicht mehr der GOAT, denn er redet nur noch, aber er hat die Bloodline halt genervt und deswegen sollte er Angst haben. Angst vor Solo Sikoa, Angst vor Spike, denn wenn der trifft, dann ist Feierabend für John Cena und damit hätte er sein letztes Match verloren. Die Story ist nicht wahnsinnig gut, aber zumindest da. Und natürlich kann das Segment nicht enden, ohne dass hier Solo Sikoa von hinten den John Cena attackiert. Es gibt den Spinning Solo und den Samoan Spike, ein klassischer Beatdown für den Babyface hier. Und damit steht das Match für Crown Jewel. Noch ein Match für Crown Jewel ist angekündigt worden von Bianca Belair persönlich. Die ist ja letzte Woche wieder zurückgekehrt und hat heute ein bisschen was zu sagen. Sie war nämlich erstmals verletzungsbedingt außer Gefecht, hat jetzt 2 Monate gefehlt. Wir kriegen das auch mehrfach in Videoausschnitten nochmal gezeigt, die durchaus funktionieren. Und sie macht natürlich Damage Control dafür verantwortlich und will sich jetzt rächen. Das Ganze, ja, ist dann schon abgesprochen mit Nick Aldis, sagt sie uns. Denn sie bekommt bei Crown Jewel ihr Rematch gegen Io Sky. Da geht es dann um den Titel von SmackDown und nächste Woche trifft sie bei SmackDown noch auf Bayley einen Tag vor Crown Jewel.
Belair wirkt hier deutlich angespannter und aggressiver, als wir sie bisher kannten. Und vielleicht kriegen wir hier wirklich den Anfang einer Charakteränderung und eines Wechsels. Und wir kriegen eine verbissere Bianca Belair. Da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, was in Saudi-Arabien dann wirklich passiert. Was definitiv auch in Saudi-Arabien passiert, ist Rey Mysterio gegen Logan Paul um den US-Title. Und eigentlich war hier ein Tag-Team-Match angekündigt zwischen Santos Escobar und Rey Mysterio gegen die Street Profits. Allerdings gibt es hier eine Änderung. Eigentlich sollte Rey da im Match stehen, ja, aber Kalito ist da und Rey schaut Backstage nur zu. Das hat auch einen Grund, denn Logan Paul attackiert den US-Champion während dieses Tag-Team-Matches. Kalito wird dann von Escobar Backstage geschickt, der rennt dann auch sofort los und das führt dann zu Überzahl für die Street Profits, die dann Santos Escobar hier auch besiegen können. Knappe 12 Minuten, ein ordentliches Tag-Match. Ja, das durchaus mit ein bisschen Overbooking am Ende, aber die Profits brauchen auch diesen Sieg und man lässt die LWO hier nicht ganz geschwächt rausgehen. Später dann sehen wir nochmal Logan Paul Backstage durch den Gang laufen. Ein bisschen Trash-Talk in Richtung Rey Mysterio. Dann steht auf einmal K.O. da. Also auch hier teast man was. Ist passiert allerdings nicht. Dieser K.O., der diskutiert dann am Ende aber mit Waller und Siri. Ist wieder so ein klassisches Übergangssegment. Die fangen sich am Ende eine und that's it. Was ist sonst noch so passiert bei dieser Show auf FS1? Naja, nicht so wahnsinnig viel. Dragon Lee, Cedric Alexander, Shotzi und Chelsea Green bringen nämlich die Zeit rum. Shotzi und Chelsea Green treffen deswegen aufeinander, weil wir das nochmal in den Einspieler gezeigt bekommen. Es ging um die Halloween-Kostüme. Wer hatte das Bessere bei Halloween Havoc? Naja, okay, alles klar. Nick Aldis hat dann eine gute Idee, setzt dieses Match an. Das geht dann ganze 3 Minuten. Am Ende gewinnt Shotzi per Crucifix, weil die Chelsea einfach abgehoben ist und sich zu lange feiern lässt. Eigentlich ist hier nichts passiert. Alles klar, brauchte kein Mensch. Schon eher brauchbar war das Match zwischen Dragon Lee. Der war nämlich vorher bei Caleb Braxton, ist jetzt froh, bei SmackDown zu sein. Cedric Alexander, jetzt mit langen Haaren, kommt aber dazu, spricht eine Herausforderung aus. Die wird dann auch angenommen und das Match selbst findet deutlich später dann statt in der Show. Wir kriegen sogar noch eine Vignette zu Cedric Alexander. Also offensichtlich will man ihn wieder ein bisschen mehr showcasen und einsetzen. Beide bekommen hier auch ihre Aktion. Es ist am Ende ziemlich ausgeglichen. Wie immer stört die Werbung den Matchfluss auch. Am Ende gewinnt dann Dragon Lee, es folgt noch ein Handshake. Diese 8 Minuten waren ordentliche Action, ja, und Lee bekommt auch weiter sein Momentum und wird hier showcased. Mehr ist es aber auch nicht und damit ist diese Show quasi besprochen. Also, Titten auf den Tisch, wie gut war dieses Smackdown? Wrestlerisch am ehesten natürlich der Main Event zwischen LA Knight und Jimmy Uso, der natürlich einzahlt auf das große Titelmatch nächste Woche bei Crown Jewel. Ansonsten haben wir 2 neue Matches mit Solo und John Cena, beziehungsweise Bianca Belair gegen Io Sky. Das nehmen wir doch irgendwo. Aber sonst ist hier eigentlich inhaltlich nicht wahnsinnig viel passiert, außer dass LA Knight sich rausnimmt, den Roman Reigns hier deutlich zu ärgern. Denn der kriegt am Ende, wie gesagt, eine ab und wird hier vorgeführt. Das ist durchaus lustig. Die Halle nimmt's, die feiern John Cena, die feiern LA Knight und Roman Reigns macht hier seine Rolle einmal mehr gut und muss endlich mal wieder seinen Titel verteidigen. Nächste Woche Samstag bei Crown Jewel, davon kriegen wir natürlich nochmal eine Smackdown, die getaped ist und dementsprechend werden wir die dann auch besprechen. Wir sehen uns wieder bei Raw in Kurzform. Ihr lasst natürlich einen Daumen nach oben da und ein Like und natürlich, wenn es geht, auch einen Kommentar. Wie hat euch diese Show gefallen? Sagt es mir gerne. Mein Name ist Herr Flöter und das war Smackdown in Kurzform.